Es gibt Lichterglanz, Tannenbäume und weihnachtliche Düfte. Hier stehen die Gäste freiwillig im Stau. Durch den 75 Meter Lichtertunnel geht es ab ins Weihnachtsparadies. Bis zu 300 Autos warten in der Schlange zum Weihnachtsmarkt-Drive-In. Ja, das ist mal was ganz anderes, was Neues für uns. Und da alle Weihnachtsmärkte abgesagt sind. Ich würde jetzt sagen, in Ersatz ist es nicht etwas ganz anderes, sage ich jetzt mal. Außergewöhnlicher Weihnachtsmarkt. Genau. Wir kommen aus Oberösterreich, das sind 550 Kilometer. Oh, und extra jetzt? Extra, wir haben einen Weihnachtsbaum geholt und jetzt sind wir hierher gefahren, extra auf den Weihnachtsmarkt, weil es nicht üblich ist, einen Drive-In-Weihnachtsmann zu sehen und zu haben. Das Team von Andreas Groß arbeitet eigentlich in der Eventbranche. Wenige Aufträge in der Corona-Zeit haben die Veranstaltungstechniker zum Drive-In inspiriert. Viele Leute sind einfach dankbar, dass man irgendwas in dieser Zeit macht, dass man mit den Kindern trotzdem ein bisschen Weihnachtsfeeling, Weihnachtsatmosphäre erleben kann. Und auch die Wartezeiten werden doch in Kauf genommen und auch respektiert. Bratwurst, Krebs und Glühwein. Im Drive-In gibt es alles, was die Herzen der Weihnachtsmarktbesucher höher schlagen lässt. Mit Sicherheitsabstand ist der weihnachtliche Budenzauber auch Corona-konform möglich und ein kleiner Ersatz für die geschlossenen klassischen Märkte. Ja, man fühlt sich schon sicher, auf jeden Fall. Man ist ja dann in eigene vier Wände sozusagen. Ja. Um den Kindern eine Freude zu machen letztendlich eigentlich, ja. Die wollten unbedingt her und dann haben wir gesagt, wir machen das. Sogar der Nikolaus schaut zum Autofenster herein. Wer brav war, bekommt ein kleines Geschenk und die 2 Stunden Wartezeit sind halb so schlimm. Weil das eine Alternative ist, halt für die Kinder Weihnachten ein bisschen zu erleben, gerade für sie. Sie ist 2,5 und ja, die findet das halt total toll. In die strahlenden Kinderaugen zu schauen, das macht einfach Spaß. Und jetzt gerade in Corona-Zeiten, wo die Kinder arg gelitten haben, ist es doch ein tolles, funkelndes Fest, auch für Kinder, auch wenn man lange warten muss. Endlich mal ein Weihnachtsmarktbesuch, ohne kalte Füße zu kriegen.